Lieber reich und gesund als arm und krank. Einen herzlichen, wunderschönen guten Nachmittag, liebe Zuseherinnen und Zuseher, hier bei Hoffnungs-TV, bei unserer Formatreihe Werteforum Zukunft. Ja, mit diesem Slogan eingangs möchten wir an unser letztes Beisammentreffen anknüpfen. Wir widmen uns heute dem Thema des finanziellen Bereiches, auch der göttlichen Finanzen. Auch sowas gibt es in diesem Zusammenhang. Mich freut es ganz besonders, heute wieder zwei wahnsinnig fundierte Studiogäste da zu haben. Auf der einen Seite in Günther Beham aus Oberösterreich, aus dem Bezirk Eferding. Herzlichen Dank fürs Kommen, Günther. Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott zu diesem spannenden Thema. Dankeschön. Und zu meiner linken Seite, von Ihnen aus rechts gesehen, der Erwin Appe, gebürtiger Italiener, bereits seit über 17 Jahren als Christ unterwegs und mehrere Jahre tätig. Auch dir, Erwin, danke fürs Kommen heute. Ja, danke für die Einladung. Danke. Bitte gerne. Ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, meine Herren, wir dürfen uns heute dem Thema Finanzen, göttliche Finanzen widmen. Da möchte ich gleich vielleicht mit dir starten, Erwin. Okay. Gibt es sowas wie göttliche Finanzen? Es gibt natürlich göttliche Finanzen. Die Finanzen sind abhängig, wie ist die Beziehung zu Gott. Also die Finanzen, es kann ein Segen sein oder es kann natürlich auch ein Fluch, die weltlichen Finanzen. Alles, was nicht in direkter Verbindung mit Gott, kann natürlich zu Fluch werden. Und das habe ich auch persönlich erlebt. Okay. Also schnell zu Geld, wo große Beträge, natürlich verliert man den Boden unter die Füßen. Natürlich kann zu Schwierigkeiten bringen. Aber mit den göttlichen Finanzen natürlich schon ganz anders aus. Danke, Erwin. Das möchte ich noch mal ganz kurz aufgreifen. Darf ich gerne noch mal gleich zu dir zurückkommen. Ja, Günther, das Thema göttliche Finanzen. Es gibt ja diesen Spruch, was man sieht, wird man ernten. Das hört man ja auch in der Wirtschaft sehr oft. Du bist ja in der Wirtschaft sehr stark involviert und auch tätig im Zusammenhang mit Glauben, mit Gott. Darf ich gleich die Frage auch an dich weitergeben? Ja, also das Thema Finanzen ist natürlich etwas, was in dieser Welt eine sehr hohe Bedeutung hat. Ja. Also es orientiert sich sehr, sehr viel an dieser Welt, in dieser Welt noch die Finanzen. Und es heißt ja so schön, Geld regiert die Welt. Genau, ja. Aber Geld regiert die Welt, nicht das Reich Gottes. Und das ist einmal ganz wichtig, das zu unterscheiden. Und zum Thema göttliche Finanzen, ich würde das gerne ein bisschen anders ausdrücken. Finanzen, Geld ist einmal Geld. Geld ist grundsätzlich neutral. Und jetzt ist die Frage, so wie du das vorhin schon so gut erwähnt hast, dient das Geld den guten Dingen, dem Licht, der Liebe, dem Reich Gottes, oder dient das Geld den weltlichen Dingen, dem Egoismus etc.? Ja, ja. Und ich glaube, der entscheidendste Punkt, der steht ja direkt in der Bibel, Habgier ist die Wurzel allen Übels. Ja. Ja? Und wenn wir das wissen, dass Habgier die Wurzel allen Übels ist, das ist die Gier des Habenwollens. Und das heißt also immer, Geld verdirbt den Charakter, aber Geld zeigt den Charakter. Genau, ja. Bist du in der Habgier gefangen oder hast du diese innere Stärke und diese innere Freiheit, Geld wirklich für die guten Dinge einzusetzen, dass Geld wirklich ein Segen sein kann. Ja. Also letztendlich ist es unsere innere Haltung, die darüber entscheidet, wem das Geld dann letztendlich wirklich dient. Okay, danke dir. Du hast uns ja auch noch Spannendes mitgebracht, auf das möchte ich nachher noch mal ganz kurz mit dir drauf eingehen. Erwin, noch mal zurück zu dir. Du hast jetzt erst gesagt,
Geld kann Fluch und Segen gleichermaßen bedeuten oder sein. Kommt darauf an, wie die Beziehung zu Gott ist. Ich gehe jetzt davon aus, du hast persönliche Erfahrungen mit dieser Thematik erlebt. Genau. Okay. Durch Selbstständigkeit, so Unternehmen, teilweise mit gefährlichen Leuten unterwegs, wo in kurzer Zeit viel Geld machen kann. Das ist natürlich, ist alles korrekt, legal natürlich, offiziell rennt alles legal. Aber in Wirklichkeit, es gibt auch viele graue Zonen. Mhm. Und natürlich viel Besitz verdirbt da den Charakter. Dann leben wir ein bisschen anders. Wir haben besonders junge Jahre, tendieren wir ein bisschen auch mutig zu werden. Dann die Leute, die in Verbindung, die sind Leute, die natürlich, es gibt immer Leute, die noch mehr Geld haben. Mhm. Und wenn erreichen wir ein gewisses Niveau, dann natürlich, wir wollen noch mehr und mehr und mehr. Und dann kommt zum Punkt da, dass weniger Zeit und das haben wir irgendwie wie gefangen. Kann sehr leicht eine Falle. Und das geht das Gegenteil. Wenn ein Göttlicher, kann man viel Geld auch natürlich ausgeben. Ich bin jetzt ein großer Fan von Spenden und solche Sachen. Mhm. Ich sehe, wenn jedes Monat einige Beträge spendet, dann natürlich, Gott gibt mir immer alles zurück und mit höheren Zinsen. Mhm. Und natürlich ein reines Gewissen und lebe ich natürlich ganz anders. Mhm. Also ich habe schon viele Leute, die auch so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Teilweise die waren in Mafienkreisen involviert und natürlich, es geht durch den verdorbenen Charakter kommen auch natürlich zu kriminellen Handlungen. Mhm. Ganz leicht. Und deswegen ist es so gefährlich, wenn das Geld nicht in Gottes Hände ist. Das ist, ja. Mhm. Danke, danke. Spannende Erkenntnisse. Mhm. Günther, ich habe ja gerade angesprochen zuerst, du hast uns ja quasi was mitgenommen. Ich habe mir ja für die Einleitung da den Titel ausborgen dürfen, dankenswerterweise von dir. Wenn du uns vielleicht da kurz drüber was sagst. Gerne, ja. Also es gibt ja dieses Buch, lieber reich und gesund als arm und krank. Also ich glaube, das leuchtet jedem ein, dass reich und gesund besser ist wie arm und krank. Ne? Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass es Gottes Wille ist, dass der Mensch in einem Wohlstand lebt und vor allem auch in wirklicher Gesundheit. Mhm. Also dass das absolute Wille Gottes ist. Ich meine, es steht ja ganz klar im Johannesevangelium in Kapitel 10, Vers 10b, also der zweite Teil von Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Also damit wir überhaupt Leben haben, und Leben haben wir, und wir mit dem Leben verbunden sind. Also, und Gott, Jesus Christus, ist das Leben, ne, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Mhm. Ne, und das Leben in Fülle zu haben, heißt auch, ausreichend Finanzen zur Verfügung zu haben. Das Problem ist ja nur die Habgier, ne, die Gier ist, haben zu wollen. Wenn ich aber innerlich gefestigt bin, so wie du das so schön gesagt hast, nicht? Wenn ich innerlich nicht gefestigt bin, verführt mich das Geld oder verführt mich der Reichtum zu Handlungen, die oft ja, weder für mich noch für andere gut sind. Ja. Wenn ich aber innerlich entsprechend gefestigt bin im Charakter, nicht? Dann hat das Geld nicht die Chance, sozusagen, mich da zu manipulieren oder zu zu Handlungen zu verführen, sondern dann habe ich Klarheit darüber, was möchte ich, wie möchte ich mein Leben gestalten, welchen Beitrag möchte ich in dieser Welt erbringen. Und dazu ist das Geld ein gutes Werkzeug. Geld ist ein ganz schlechter Herrgott. Ja. Also wer dem Geld verfallen ist und sozusagen Geld anbetet, der tut gut daran, das sehr schnell zu verändern. Aber Geld ist ein sehr gutes Gestaltungsmittel. Mhm.
Und wenn wir Geld da wirklich als Gestaltungsmittel betrachten, als Werkzeug, um Dinge tun zu können, die wir heute ohne Geld nicht tun können. Ne? Zum Beispiel, wie du das gesagt hast, nicht? Bedürftigen Menschen was zu geben oder gute Projekte auf den Weg zu bringen, ja, dann wird Geld wirklich zum Segen. Ne? Mhm. Aber da braucht es diese innere Festigkeit, diese Haltung, nicht? Dass wir wirklich da einfach nicht manipulierbar sind. Ne? Ja. Da möchte ich gleich anschließen. Heißt aber im Umkehrschwung, nur für die Klarstellung unserer Zuseherinnen und Zuseher, heißt im Umkehrschwung, ich muss jetzt nicht zwingend einen Betrag XY geben, damit ich was zurückkriege, oder? Es geht nie um die Höhe eines Betrages. Es geht immer um die innere Haltung, ja, um die Einstellung. Mhm. Ich meine, wir kennen alle dieses Gleichnis von der armen Witwe, die da ein paar, was weiß ich, weiß jetzt die, ein paar Kreuze, sage ich jetzt einmal, gegeben hat, wo Jesus dann die Jünger fragt, hat der Reiche mehr gegeben oder... Oder wer hat mehr gegeben, dieser reiche Mann oder diese arme Witwe? Ne? Und die sagen dann, ja, natürlich, der reiche Mann hat mehr gegeben. Sagt die so, viel mehr hat diese arme Witwe gegeben. Also es ist nicht so entscheidend, also die Höhe des Betrages ist nicht entscheidend. Da geht es immer wieder um dieses Prinzip von Saat und Ernte. Mhm. Also wenn ich das, was ich sehe, das werde ich ernten. Und wenn wir Menschen beginnen, mit der richtigen Herzenshaltung zu geben, dann empfangen wir auch entsprechend zurück. Also das Prinzip von Saat und Ernte gilt nicht nur für den Landwirt. Was der Mensch sät, wird er ernten. Das gilt genauso auch für den finanziellen Bereich. Ja. Also wenn wir mit der richtigen Herzenshaltung dann wirklich beginnen zu geben, zu investieren in andere Menschen, in bedürftige Menschen etc., dann erhalten wir auch entsprechende Erderetour. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wesentlicher Punkt. Und generell zum Thema Reich. Reich hat ja nur sehr eingeschränkt mit Finanzen zu tun. Ja. Reich sind wir alleine schon, weil wir gesegnet sind mit unwahrscheinlichen Fähigkeiten, Gaben, mit einem inneren Können, was Gott in uns hineingelegt hat. Und dort sollten wir in erster Linie beginnen zu geben, ein Segen zu sein, dass man, also in der Bibel steht ja auch, geben ist seliger denn nehmen. Und das ist nicht nur aufs Geld bezogen, das habe ich früher auch immer verkehrt gesehen. Mhm. Es geht um erster Linie darum, dass wir das, was Gott in uns an Fähigkeiten, an Talenten hineingesät oder hineingelegt hat, dass wir mit dem beginnen, großzügig zu geben, um für viele Menschen ein Segen zu sein. Und wenn wir mit diesen Talenten wuchern, ne, so wie es in diesem Gleichnis da mit den Talenten auch drinnen steht, dass wir mit unseren Talenten wuchern, dann werden wir auch entsprechend gesegnet werden. Und das Geld ist ja eine Folge dann von dem Nutzen, den wir stiften. Ne? Wenn wir mit dem, was wir geben können an guten Fähigkeiten, wenn wir mit denen großzügig sind, dann werden wir auch reich gesegnet werden. Dann wird es viele Menschen geben, die bereit sind, das wertzuschätzen. Und das auch in Geld auszudrücken. Ja. Herzlichen Dank, Günther, für deine Worte und Erkenntnis. Meine Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wenn jemand Interesse an diesem Buchwerk hat, hat übrigens der Günther Beham als Autor verfasst und geschrieben. Das dürfen wir natürlich an dieser Stelle auch erwähnen. Dann bitte einfach bei uns, beim Team von Hoffnungs.tv sich melden oder beim Günther Beham direkt. Findet man ganz leicht im Internet. Und dann ist es überhaupt kein Problem, sich dieses Buch zu besorgen und darin zu schmökern und sich da sicherlich den einen oder anderen gedanklichen Ansatz wieder zu holen, der einen wieder ein bisschen weiterbringt, auch speziell in dieser Thematik. Erwin, zum Schluss, und Sendezeit ist ja immer relativ rasch
vorbei. Wir könnten ja immer stundenlang da plaudern in unserer geselligen Runde. Jetzt haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Es ist ganz stark die Einstellung dazu oder die sogenannte Herzensangelegenheit. Darf ich dich da auf das Thema noch mal kurz ansprechen, in puncto Spendengeld und Herzensangelegenheit? Es geht um Herzenhaltung. Also kann man vergleichen das Geld wie ein Samen. Desto reichlich wird das Samen strahlen überall, desto reichlich am Ende ernten wir, besonders in der Ewigkeit. Ich werbe auch natürlich für die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und in der Bibel steht wichtigerweise, wie mit das Wort Gottes auch umgehen können. Natürlich, es gibt viele Menschen, die brauchen in Weise. Und es gibt natürlich interessante Bücher, die praktische Anwendung, aber das älteste Buch, die jemals geschrieben worden ist, natürlich noch mehr. Und natürlich, wenn jemand sucht nach richtiger Freude und Reichtum, besonders für ewiges Leben, natürlich, die Bibel sagt in Johannes Evangelium, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wenn ich schaue auf Jesus, auf das Kreuz, ist er der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also erfülltes Leben hat man nur mit Gott, mit Gottes Wort, einen gesunden Umgang mit Geld und liegt natürlich an Segen, Spenden, aber alles mit Herzenhaltung. Ja. Kann man fromme Christen, aber dann muss alles von Herzen. Das ist das Wichtigste, ja. Herzlichen Dank. Ja, Sie sehen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, es geht wirklich darum, jetzt nicht einfach, wie man sagt, für die Befriedigung der eigenen Gedankenwelt sagen, ja, in Gottes Namen tue ich halt da wieder mal einen Fünfer rein oder da ein paar Euros, sondern da geht es wirklich um das, was man von Herzen geben will, das gibt man und das kriegt man halt in hundertfacher, in tausendfacher Ausführung wieder retour in materiellen, in immateriellen Werten und Dingen. Das spürt man dann eh ganz klar im Leben immer wieder, in welcher Form solche Sachen ja wieder zurückkommen. Und wie es auch der Günther schon angesprochen hat, wir haben ja alle, sind ja individuelle Wesen. Der Herrgott hat uns alle zu einem einzigartigen Menschen gemacht, zu einem Original, wie man so schön sagt. Und jeder hat von uns bestimmte Talente und Fähigkeiten, die darf man natürlich nutzen, gedeihen und wachsen lassen, so wie jedes Samenkorn zu einer Frucht oder zu einer Blume heranwächst. Und genauso ist bei uns auch, du hast das ja Gott sei Dank schon erwähnt, lieber Günther. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei euch beiden sehr herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass du herkommen seid wieder zu uns ins Studio, dass wir über die Thematik gesprochen haben. Auch von mir ein herzliches Dankeschön und vor allem den Zusehern, Zuhörern viel Erfolg, weil Erfolg ist das, was erfolgt. Genau. Wie die richtige Haltung. Super. Danke auch für das spannende Thema. Bitte gerne. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, in diesem Sinne darf auch ich mich wieder bei Ihnen bedanken fürs Dabeisein, fürs Zusehen und möchte mich verabschieden. Der Erwin hat mir dankenswerterweise die Überleitung für das nächste Thema schon gelegt, eben der Weg. Das nächste Mal werden wir uns mit dem Thema der Weg, das Ziel befassen, wie man das verstehen darf, was es damit auf sich hat. Werden wir uns, wie gesagt, beim nächsten Sendeformat uns ansehen. In diesem Sinne herzlichen Dank und einen schönen Tag. Danke, wieder schon.